mach's ja neugierig. Anfang tut es hier. Mhm. Der junge Wissenschaftler, die Hebel und Rädchen manipulierte, bis irgendwann im ganzen Gewölbe ein geradezu höllischer Lärm ausgebrochen war, sodass Johann dem Beispiel von Dr. Willinger und einigen anderen Herren folgte und sich die Ohren zuhielt. Gold, sagte der General. Überzeugen Sie sich, meine Herren. Das kann ich hier, soll ich da Anton sagen? Statt er? Ne? Anton fühlte sich als Sieger. Er hatte das Fräulein Mizi befreit. Er sah sie hinter dem Tresen in Sicherheit. Sie lachte ihm zu. Da lachte auch er und klatschte in die Hände. Doch der Welle von Glück folgte ganz plötzlich eine Woge von Übelkeit. Und sein ganzer Mageninhalt, die weiche Teigmasse des Kaiserschmarrns, durchmischt mit dem Malzbier, ergoss sich wie ein Sturzbach aus seinem Mund und über Gesicht und Schultern bis hinunter auf den vorspringenden Bauch des Riesen. Die magischen Kräfte, das passt, ja. Was passt? Du bist ein Erleuchteter. Und Erleuchtete haben magische Kräfte, erklärte Franz wiederum leise, fast flüsternd. Anton berührte mit seinem Finger ganz vorsichtig die Wunde. Sie fühlte sich feucht an. Er zog seinen Finger schnell wieder zurück. Sie sollte auf keinen Fall erneut zu bluten beginnen. Er schmeckte noch immer den Blutgeschmack im Mund. Das war nur dein Koppelschloss. Das hat sich in meine Stirn gedrückt, erklärte er trocken. Da, die Prägung. Er zeigte auf das stählerne Koppelschloss mit dem Adler und dem Hakenkreuz. Ja, bisher. Ja. Anton dachte einen Tag und eine Nacht lang über den Broterwerb nach, dann bewarb er sich. Die Kommission entschied zügig und übertrug ihm die alleinige Verantwortung, auch für die Einstellung von einem weiteren Redakteur und einer Hilfskraft. Anton lehnte sich in seinen Stuhl zurück. Es war unwichtig, ob er sie bereits kannte oder nicht. Er hatte sie gesehen und er hatte sie erkannt. Die Frau seines Lebens. Sie sah genau so aus, wie er sie sich, ohne sich jemals eine Vorstellung von dieser Frau gemacht zu haben, schon immer vorgestellt haben musste. Als hätte er bereits ein Bild von ihr gehabt, ohne es bisher gewusst, ohne jemals darüber nachgedacht, ohne jemals die Idee gehabt zu haben, es könnte sie überhaupt geben, die Frau seines Lebens. Jetzt saß sie leibhaftig, noch nicht einmal 5 Meter von ihm entfernt. Weiter kam Anton nicht. Eine Mädchengruppe stürmte plötzlich auf das Podium. Eines der Mädchen eroberte sich blitzschnell eins der Mikrofone, schritt dann den Rednertisch ab und stellte dabei in anklagendem Staccato fest, dass ausschließlich Männer auf dem Podium säßen und Männer diskutierten. Das ist extrem antidemokratisch und extrem anti-emanzipatorisch, rief das Mädchen ins Mikrofon. Die anderen Mädchen wiederholten es im Chor, zogen sich nun 2 aus der Gruppe nackt aus und setzten sich vor dem studentischen Diskussionsleiter auf den Rednertisch. Damit hatten sie erreicht, dass sich tatsächlich sämtliche Kameraaugen und wohl auch die Blicke aller aus dem Saal auf sie richteten. Make love, not war. Das Mädchen schritt nun wie ein Nummerngirl mit dem Plakat den Rednertisch ab, während der Jüngling begann, sich ebenfalls auszuziehen. Im Saal spalteten sich die Lager. Schließlich eilten Polizisten in Zivil auf das Podium und forderten die Mädchen auf, es zu verlassen. Sie weigerten sich. Bestanden darauf, mit ihnen über ihre Forderungen zu diskutieren. Ja, ist ja, ne? Okay. Ja. Sehr schön. Jetzt habe ich nur noch das World Trade Center, das Welthandelszentrum, zerstört. Versteht ihr? Rief ein Mitarbeiter. Das ist eine Kriegserklärung an Amerika, sagte ein Mitarbeiter aus dem Auslandsressort. Dann redeten alle durcheinander. Eine Zeitenwende. Es wird einen neuen Kreuzzug geben. Ja, genau.